Die ÖVP setzt im Wahlkampf auf ihre Gemeinden und Bünde. Mit originellen Landschaftselementen will die Partei auf sich und die Landtagswahl am 22. April aufmerksam machen. So auch in Waldsitzenheim. Seit Jahren eine schwarze Hochburg, hat sich die Ortsgruppe gedacht und an der Bundesstraße diese Hochburg nachgebaut. Ich muss mich wirklich bedanken bei unseren tatkräftigen Landwirten. Da haben sie ein paar Junge zusammen da. Eine kurze Besprechung gewesen, was konnte man machen. Wir haben da schon einmal so ein klassisches Element gehabt vorne am Kreisverkehr. Und dann ist die Idee gekommen, die Zündende vom Vize, der hat gesagt, machen wir doch eine Hochburg. Wir sind eine schwarze Hochburg in Waldsitzenheim. Und ich glaube, das ist sehr gelungen und es ist ein perfektes Stückchen geworden da bei uns. Landschaftselemente zur Wahlwerbung haben sich bereits bei der ÖVP etabliert. Auch Landesrat Sepp Schweiger hat in Bergheim Hand angelegt. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Ideen und manche sind wirklich so kreativ. Und das ist schon auch ein schönes Zeichen für eine Gemeinschaft, weil das ist ja alles freiwillig. Die Leute geben ihre Arbeitszeit her und bauen das auf mit ihren Materialien. Und da bin ich schon wirklich unglaublich dankbar und ich finde das auch total nett und auch so kann man Wahlkampf machen. 29% wie beim letzten Mal ist zu wenig. Deshalb machen wir solche Aktionen und Werbeaktionen wie diese Hochburg bei uns in der Gemeinde, bin mir sicher, wir schaffen das.